Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Eine neue Waffe sorgt für Verwüstung in der Arena. Welche das ist und was ich von ihr halte, erfahrt ihr nach dem Intro. Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns hier auf dem Testserver und nicht auf dem Live-Account befinden. Verstanden? Gut. Die neue Waffe, von der hier die Rede ist, ist die Podgun. Die Podgun ist eine Sperrfeuerwaffe, die kugelförmige Projektile abfeuert, die sich entweder an Mechs oder an die Umgebung, also Boden, Wände und so weiter, haften und anschließend nach einigen Sekunden detonieren. Der maximale Damage der Podgun 8 liegt bei 36.096 Schadenspunkten. Die Idealreichweite liegt zwischen 0 und 100 Metern und ihre Maximalreichweite beträgt 300 Meter. Die Nachladezeit beträgt 6 Sekunden und ihr Schadensradius liegt bei 9 Metern. All diese Dinge sind natürlich mit den entsprechenden Implantaten ausbaubar. Die Projektile verfolgen das gegnerische Ziel ähnlich wie ein Disc Launcher. Man könnte sagen, diese Waffe funktioniert so ähnlich wie eine Haftbombe. Das Projektil bleibt an einem Mech oder einem Objekt kleben und detoniert nach wenigen Sekunden. Ich denke, insbesondere die höheren Varianten dieser Waffe könnten Spaß machen. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so ganz, für wie metafähig ich diese Waffe halte. Von den Sperrfeuerwaffen her würde ich allerdings sagen, dass sie die stärkste ihrer Gattung ist. Ich denke, im Early Midgame wird die Waffe auch relativ gut performen. Sie eignet sich gut, um Gegner aus der Deckung zu locken bzw. sie aus der Deckung zu treiben oder Wege zu versperren. Interessant dürften vor allem die 12er Variante werden. Je nachdem, wie praktikabel ihr Splash-Damage ausfallen wird, wird sie sich auf Seeker, Surge, Nomad und anderen Schnellmechs gut eignen, um Kontrollpunkte zu klären, diese zu verteidigen und bestimmte Areale dem Gegner unzugänglich zu machen. Mit dem legendären Reload-Implantat werden wir auch wieder auf knapp 3 Sekunden Nachladezeit auf maximalem Level kommen, was echt annehmbar ist. Ich denke nicht, dass die Waffe zu OP sein wird. Dennoch sehe ich in ihr Potenzial und hoffe, dass sich das in Zukunft auf dem Live-Surfer auch entfalten wird. Wir müssen allerdings erst abwarten, wie das Ganze dann performt, wenn es soweit ist. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Aber was haltet ihr von der Podgun? Mögt ihr sie? Lehnt ihr sie ab? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und macht sie fertig.